Hallöchen und herzlich willkommen. Wie ihr wisst, ist natürlich neue Update hier am Start. Das heißt natürlich auch, dass wir neue Drachen bekommen haben. Und zwar nehmen wir die ja, wie gesagt, unter der Lupe. Im letzten Let's Play haben wir uns den Eisschneider angesehen. Heute ist der Knabberhelm dran. Ich würde sagen, wir ihn da erstmal ruf, gucken uns den an. Also ihr seht natürlich, ist ein einzigartiger Drache. So, was macht er? Hier oben seht ihr das Ei, hier seht ihr den Drache an sich. Der sammelt auf Level Nummer 134 4,05 Mille pro Stunde. Jeden Tag 8 Stunden ist er on Tour. Das ist natürlich ohne krass lange Zeit. So, holztechnisch sieht es natürlich nicht anders aus. Da sammelt er auch 4,05 Mille pro Stunde. Jeden Tag 8 Stunden ist er on Tour. Außerdem ist es natürlich auch ein Eisensammler. Der sammelt in einer Stunde und 3 Minuten 420 Eisen. Das ist erstmal auch soweit okay. Klar, da gibt es Drachen, die können besser sammeln. Aber ich denke, erstmal sind ja nicht so verkehrt. So, wie geht's weiter? Dieser besondere Schaufelhelm hat einen unstillbaren Hunger nach bunten Steinen. Auf der Suche nach ihnen durchstreift er ganz Berg. Okay, gut zu wissen. So, außerdem ist es ein verteidigender Drache. Beziehungsweise in der Verteidigung auf Level Nummer 134 ist ein gnadenloser Angreifer, hat eine Moral von 9, eine mittlere Reichweite, eine Kraft von 195.013 und eine Verteidigung von 783.828. So, außerdem seht ihr natürlich, der Schaufelhelme bleiben lieber im Hintergrund und beobachten die Lage. Auf Berg finden sie ein Problem und lösen es. Im Kampf finden sie ein Problem und nutzen. Okay. Alles klar, weiter geht's nicht. Von daher weiß ich natürlich nicht, was da jetzt noch steht. Aber an sich habt ihr natürlich erstmal einen Überblick bekommen. Seht natürlich, was das für ein Drache ist, was er so auf dem Kasten hat. Und außerdem würde ich natürlich mal von euch wissen, was haltet ihr von dem Knabberhelm? Wollt ihr den haben oder habt ihr dann lieber eine andere Option, einen anderen Drachen, der kunterbunten Kreaturen, die ihr vielleicht lieber haben wollen würdet? Also wie gesagt, tackert es mal in die Kommentare. Im letzten Let's Play war ja der Eisschneider dran. Im nächsten ist der Lenzschatten erstmal im Fokus. Da würde ich sagen, oder würde ich einfach mal hoffen, dass ihr wieder einschaltet, dass ihr natürlich einen Überblick bekommt. Wäre auf jeden Fall cool. Ich würde mich freuen. Wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschö. Jetzt könnt ihr das Video noch teilen, einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Bei Fragen kannst du gerne kommentieren und anschließend natürlich abonnieren. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.